Da ist jemand an der Tür. Wer ist das? Hallo, wie kann ich dir helfen? Du kannst mich durchlassen. Ich will nach Hause. Willst du nicht noch etwas kaufen? Nein, danke. Bist du dir sicher? Es gibt sehr schöne Sachen hier. Ich bin ja gleich da. Entspann dich mal. Paket für Familie Peters. Oh, vielen Dank. Von wem ist es? Ich weiß es nicht. Da steht kein Absender drauf. Okay, danke trotzdem. Guten Morgen, liebe Schüler. Guten Morgen, Herr Kunze. Die Weihnachtszeit ist vorbei. Jetzt wird es wieder ernst. Was meinen Sie damit? Ich muss euch auf das nächste Jahr vorbereiten. Ab jetzt schreiben wir jeden Tag einen Test. Ich will keinen Teppich kaufen. Nein, nicht kaufen. Die Sachen hier sind gratis. Ach so, na dann nehme ich die Gitarre. Nein, nicht die Gitarre, bitte. Warum nicht? Die war echt teuer. Aber wie wäre es mit diesem Schrank? Ist der wirklich gratis? Du bezahlst einen anderen Preis. Aber kein Geld, oder? Ja, kein Geld. Okay, ich nehme ihn mit. Was ist da wohl drin? Hat Martin vielleicht etwas bestellt? Ist es ein extra Geschenk? Ich werde es aufmachen. Hoffentlich gefällt Marie der Kleiderschrank. Immerhin war er gratis. Wer mag keine Gratisgeschenke? In der Geschenkbox ist ein Handy. Hat Martin das für Lisa bestellt? Das Handy klingelt. Soll ich rangehen? Hallo, Marie Peters hier. Du kannst mir nicht entkommen. Wer ist da? Ich werde dich immer finden. Egal, wo du bist. Ich glaube, du hast die falsche Nummer, komische Frau. Das sieht gut aus. Der Schrank passt gut zum Fußboden. Schatz, komm mal runter. Was wollen heute alle von mir? Mama, Papa, wir sind zu Hause. Hallo, wo seid ihr? Und, was sagst du? Das ist ein neuer Schrank. Ja, cool, oder? Wo hast du den gekauft? Ich habe ihn geschenkt bekommen. Von wem? Von so einer komischen alten Frau. Hauptsache, da kommt kein Geist raus. Nein, wie kommst du denn darauf? Mama hat ihr Handy vergessen. Okay, und wo ist sie jetzt? Sollen wir rangehen? Ja, vielleicht ist es wichtig. Du hast recht. Ja, hallo? Denkst du, ich meine es nicht ernst? Ich werde dein Leben zur Hölle machen. Kapiert? Das macht Herr Kunze schon. Der ist mit Sicherheit schlimmer als du. Warte mal, wer ist da? Hier ist Lisa und wer bist du? Oh, sorry, falsche Nummer. Was sollen wir mit dem Ding? Zeug drin verstauen. Okay, wie du meinst. Mama, hier ist jemand für dich. Lisa, gib sofort das Telefon her. Okay, beruhig dich. Mit wem hast du gesprochen? Da war nur so eine komische Frau. Schatz, kommst du kurz mit raus, bitte? Ja, okay. War das am Telefon? Ich weiß es nicht, aber sie war echt sauer. Hat sie dir gedroht? Ja, hat sie. Na, warte, die bekommt was zu hören. Wollen wir Verstecken spielen? Ja, warum nicht? Okay, du fängst an. Okay, ich zähl bis 10. Was ist das für ein Schrank? Hey, du da, komm zu mir. Meinst du mich? Ja, wen denn sonst, du Trottel? Seit wann kannst du reden? Ist doch egal jetzt. Komm zu mir. Samuel wird mich hier gleich suchen. Darf ich mich in dir verstecken? Ja, los, jetzt komm rein. Ist die Pizza schon fertig? Welche Pizza? Hier ist Martin Peters. Ach so, das habe ich verwechselt. Hallo Martin, schön deine Stimme zu hören. Du lässt meine Frau ab sofort in Ruhe, ansonsten bekommst du es mit mir zu tun. Hast du das verstanden? Das will ich hoffen. Ich habe ein Problem mit beiden von euch. Wer zum Teufel bist du überhaupt? Fertig, ich komme. Ganz schön dreckig hier drin und es stinkt. Sorry, ich habe mein Deo vergessen. Ist lange her, dass jemand hier drin war.
Ich weiß, dass du unter dem Bett bist. Jetzt hab ich dich. Hallo, Lisa. Du lässt uns jetzt sofort in Ruhe, oder wir gehen zur Polizei. Die Polizei kann euch nicht helfen. Was soll das heißen? Schau mal nach oben, da kommt eine kleine Überraschung. Was hast du getan? Frohe Weihnachten, Martin. Was ist das da für ein Licht? Du kannst das Licht sehen? Ja, gleich da vorne. Geh dorthin, Lisa. Woher kennst du meinen Namen? Dort wartet eine Überraschung auf dich. Ist es ein Döner mit Käse? Vielleicht. Cool, ich habe Hunger. Hier ist sie nicht. Komisch, Lisa versteckt sich immer unter dem Bett. Wo könnte sie dann sein? Sie ist bestimmt im Keller. Marie, hol sofort die Kinder. Was ist los? Kennst du die Frau? Nein, aber die Rakete kommt immer näher. Der Schrank ist ja riesig. Da vorne ist wieder das Licht. Du hast es fast geschafft, Lisa. Nur noch ein Stückchen. Gleich gibt es Döner. Seit wann steht hier ein Schrank? Das auf dem Boden sind Fußspuren. Sie führen direkt in den Schrank rein. Die müssen von Lisa sein. Jetzt hab ich dich endlich. Lisa, Samuel, wo seid ihr? Wir müssen sofort hier raus. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Martin. Wir müssen uns aufteilen. Ich hole Lisa, du holst Samuel. Wir treffen uns in 2 Minuten wieder hier. Das ist aber ein hässlicher Schrank und er stinkt. Hey, nimm das zurück. Ich bin nicht hässlich. Der Schrank kann reden? Ja, deine Schwester ist weiter vorne, falls du sie suchst. Vielen Dank, Schrank. Lisa, wo bist du? Wir müssen schnell hier raus. Samuel, ich bin es. Bitte komm schnell zu mir. Es wird immer heller. Da vorne ist das Ende. Dort ist endlich mein Döner. Ich habe noch nie so einen großen Kleiderschrank gesehen. Ist der von Ikea? Nein, ich bin nicht von Ikea. Oh nein, die Zeit ist vorbei. 2 Minuten sind rum. Wo bin ich hier? Hallo, ist hier jemand? Wer bist du? Hallo, ich bin Lisa. Und was machst du hier? Ich wollte nur kurz einen Döner essen. Ich bin gleich wieder weg. Warte mal, wie bist du hierher gekommen? Ich bin durch einen Kleiderschrank gegangen. Wieso fragst du? Oh mein Gott, die Prophezeiung ist wahr. Was ist passiert? Wo ist Martin? Und wo sind die Kinder? Bitte sag mir, dass du die Kinder gefunden hast. Nein, ich glaube, sie sind im Keller. Dann müssen wir sofort darunter. Das geht nicht. Die Flammen versperren uns den Weg. Aber irgendetwas müssen wir tun. Es sind unsere Kinder, Martin. Es tut mir leid, Marie, aber wir sind zu spät. Was ist wahr? Du bist es. Wer bin ich? Das Mädchen, das uns alle befreit. Nein, ich bin Lisa. Hab ich dir doch schon gesagt. Komm mit, du musst die anderen kennenlernen. Okay. Lisa, hörst du mich? Ich bin es, Samuel. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Hallo, wer bist du denn? Servus, ich bin Samuel. Schön, dich kennenzulernen, Samuel. Ich bin Else. Wo bin ich hier? Wie bist du denn hergekommen? Durch einen Kleiderschrank. Die Prophezeiung. Also, wo bin ich? Komm mit, ich zeige es dir. Ich darf nicht bei Fremden in die Kutsche einsteigen. Bei uns gibt es Döner. Okay, überzeugt. Die armen Kinder sind noch da unten. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Nur die können uns jetzt helfen. Was willst du von mir? Ist mein Geschenk angekommen? Ja, ist es. Sehr gut. Nimmst du mich jetzt ernst? Wer zur Hölle bist du? Und was willst du von mir? Erinnerst du dich nicht, Marie? Denk doch mal nach, was vorgestern passiert ist. Hä? Was ist vorgestern passiert? Marie, hier ist ein Geschenk für dich. Sicher, dass es für mich ist? Ja, es steht dein Name drauf. Du hast recht, das ist wirklich für mich. Von wem ist es? Es ist von Cindy. Oh Mist, das habe ich total vergessen. Ich sollte ihr auch etwas schenken. Hat Marie wirklich kein Geschenk für mich dagelassen? Nein, da war nichts. Das wird sie noch bereuen. Herbert, ich habe jemanden mitgebracht. Wer ist das? Hallo, ich bin Lisa.
Du sollst keine Kinder von der Straße reinbringen. Das habe ich doch schon einmal gesagt. Sie ist nicht von der Straße. Sie ist durch einen Kleiderschrank gegangen. Cindy, bist du es? Du hast mein Geschenk vergessen, Marie. Und deshalb jagst du mein Haus hoch? Ich dachte, wir wären Freundinnen. Aber so behandelt man keine Freunde. Du bist ja völlig bekloppt. Warte ab, das war gerade erst der Anfang. Was als nächstes kommt, wird noch viel besser. Willkommen bei mir zu Hause. Das da ist ein Schloss? Ja, es gehört nur mir. Das ist ja riesig. Ja, und es ist gemütlich. Komm, gehen wir rein. Okay. Feuerwehr München, hallo? Hallo, hier ist Martin Peters. Wir brauchen Sie sofort. Unser Haus brennt. Schon wieder? Ihr Haus brennt echt oft. Kommen Sie jetzt oder nicht? Ja, okay, wir sind gleich da. Glaubst du etwa, sie ist die Auserwählte? Ja, sie muss es sein. Die Beschreibung passt perfekt. Die Auserwählte für was? Wann bekomme ich endlich meinen Döner? Komm mit, ich muss dir etwas zeigen. Okay, aber wenn ich in 15 Minuten keinen Döner bekomme, gehe ich. Martin, bleib du hier und kümmere dich um das Haus. Ich kümmere mich um Cindy. Okay, wie du meinst. Wow, hier sieht es echt cool aus. Gefällt es dir? Ja, es sieht aus wie in einem Märchen. Also, wie bist du nochmal hergekommen? Ich bin in einen Kleiderschrank gegangen. Dann war ich plötzlich hier. Okay, bist du alleine hier? Nein, meine Schwester ist hier auch irgendwo. Können wir sie suchen? Wie heißt sie denn? Ihr Name ist Lisa. Wenn ich Cindy in die Finger bekomme, dann gibt es richtig Stress. Sie hat sich mit der Falschen angelegt. Was will der haarige Typ mir zeigen? Der haarige Typ hat einen Namen. Wohin gehen wir? Das siehst du gleich. Wenn es keine Dönerbude ist, bin ich sauer. Folgt mir. Hier, bitteschön. Ein ganzer Döner nur für dich. Danke, Else, du bist wirklich nett. Eine Frage habe ich noch. Ja klar, was gibt es? Deine Schwester, wie sieht sie aus? Lisa hat schwarze Haare und blaue Augen. Okay, ich werde sie finden, das verspreche ich dir. Wo bleibt die verdammte Feuerwehr? Ich habe vor 10 Minuten angerufen. Wir sind hier, um das Feuer zu löschen. Bitte, suchen Sie zuerst nach unseren Kindern. Ich glaube, sie sind im Keller. Okay, wir geben unser Bestes. Komm, Maria, legen wir los. Komm raus, Cindy. Ich weiß, dass du hier bist. Du musst dich nicht vor mir verstecken. Ich finde dich sowieso. Komm doch rein, Marie. Na schön, wenn du nicht rauskommen willst, dann komme ich eben rein. Da ist sie, die Prophezeiung. Das ist ein Tablet. Ja, auf dem Tablet ist die Prophezeiung. Oh mein Gott. Was steht da drin? Du hast recht, die Auserwählte heißt Lisa. Also haben wir sie gefunden? Ich bin mir nicht sicher. Die Auserwählte für was? Ja, meine Herrin, was kann ich für Sie tun? Sir Pupsalot, wir haben einen Eindringling. Wie konnte das passieren? Das wissen wir noch nicht, aber Sie müssen ein Mädchen namens Lisa finden. Okay, ich finde sie so schnell wie möglich. Finden Sie das Mädchen und kümmern Sie sich darum. Okay, ich habe alles verstanden. Das sieht gut aus. Die Flamme wird kleiner. Bald können wir in den Keller gehen. Wo bist du, Cindy? Komm raus aus deinem Versteck. Hältst du mich wirklich für so blöd, Marie? Als ob ich zu Hause bei mir auf dich warte. Ich bin weit, weit weg. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin einfach zu schlau für dich, Marie. Freu dich nicht zu früh, Cindy. Ich werde dich finden. Ich muss diese Lisa finden. Ich werde jeden Stein umdrehen, bis ich dich gefunden habe. Hier kommt Sir Pupsalot. Was sagst du, Horst? Bist du bereit? Na gut, legen wir los. Du bist diejenige, die Else vom Thron stürzen wird. Wer ist Else? Bin ich in einem Disney-Film gefangen? Nein, das ist leider die Realität. Else ist die Tochter der Königin. Sie terrorisiert uns schon seit Jahren. Was genau macht sie? Isst sie eure Süßigkeiten? Nein, es ist leider viel schlimmer als das. Jeden Monat kam Ritter Ali zu uns. Er hat immer eine frische Ladung Dönerspieße dabei. Das ist doch super. Ich warte schon seit Stunden auf meinen Döner. Wo finde ich ihn? Das ist ja das Problem. Jeden Monat passiert das Gleiche. Die Ritter von Else kommen und sie klauen alle Dönerspieße.
Wir können uns nicht wehren, ansonsten werden wir bestraft. Also, diese Prinzessin klaut eure Dönerspieße? Hab ich das richtig verstanden? Ja, das hast du. Sie liebt Döner und möchte alles nur für sich haben. Sag das doch gleich. Wir müssen dem ein Ende machen. Das geht ja mal gar nicht. Möchtest du noch einen Döner, Samuel? Ja klar, warum nicht? Du kannst hier so viel Döner essen, wie du willst. Danke, Else, das ist wirklich nett. Die Flamme ist klein genug. Was sagst du, Marie? Gehen wir in den Keller? Gehen Sie in den Keller, Chef. Ich halte hier die Stellung. Danke, Marie. Ich bin gleich wieder da. Hier wird mich Marie nie finden. Ich bin so weit weg. Hier gibt es nicht einmal Netz. Ich bin in einer Hütte mitten im Wald. Wo zum Teufel steckst du, Cindy? Irgendwo musst du ja sein. Komm schon, Marie, denk nach. Streng deinen Kopf an. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich muss umdrehen. Also, wo finde ich diese Tante? Meinst du Else? Ja, natürlich. Wen denn sonst? Sie ist in dem Schloss von Mania. Okay, und wo soll das sein? Es ist in dieser Richtung. Alles klar, dann gehen wir dorthin. Wie stellst du das vor? Wir können da nicht einfach reinmarschieren. Doch, können wir. Jetzt kommt mit. Wie ich es vermutet habe, hier ist alles kaputt. Nur dem Kleiderschrank geht es komischerweise gut. Keine Ahnung, wie der das überlebt hat. Howdy, die Herren. Was willst du hier, Pupsalot? Ich suche ein Mädchen. Ihr Name ist Lisa. Was haben wir damit zu tun? Habt ihr irgendetwas gehört? Bekomme ich für die Information einen Döner? Ich überlege es mir. Sag es ihm. Anscheinend ist jemand bei den Zwillingen zu Besuch. Vielleicht ist es das Mädchen. Vielen Dank. Was ist meinem Döner? Den kannst du dir abschminken. Hier in der Nähe ist die Hütte von Cindys Eltern. Vielleicht versteckt sie sich dort. Wenn sie dort ist, finde ich sie. Haben Sie irgendjemanden gefunden? Person leider nicht. Oh nein, die Kinder! Aber etwas war eigenartig. Was denn? Da unten ist so ein Kleiderschrank. Der war völlig unversehrt. Das muss ich mir anschauen. Der Typ hat recht. Der Schrank sieht aus wie neu. Wie ist das möglich? Das muss ich mir von innen anschauen. Wie lange brauchen wir noch bis zu dem Schloss? Das dauert ja ewig. Wir müssen nur noch den Berg da oben hochlaufen. Dann sind wir schon da. Hoffentlich hat diese Else die Dönerspieße noch. Ich hab echt Hunger. Ich weiß nicht, ob wir da einfach hingehen sollten. Brauchen wir nicht erstmal einen Plan oder so? Nein, Pläne sind für Loser. Okay. Gehen wir weiter. Desto früher wir dort sind, desto schneller bekomme ich meinen Döner. Samuel, du weißt nicht zufälligerweise, wo deine Schwester ist, oder? Nein, leider nicht. Wieso fragst du? Ach, ich würde nur gerne etwas mit ihr reden. Endlich kann ich mich etwas entspannen. Das mit Marie hat mich echt beunruhigt. Jetzt kann ich wieder normal denken. Wie sieht das hier denn aus? Von innen ist der Schrank echt hässlich. Hey, so etwas sagt man nicht. Das heißt heutzutage unattraktiv. Ach so, entschuldige. Warte mal, du kannst reden? Ja, warum bist du so überrascht? Na, du bist ein Kleiderschrank. Na und, wir haben auch Gefühle. Warte mal, hast du meine Kinder gesehen? Ein Junge und ein Mädchen, etwa 12 Jahre alt. Ja, genau, woher weißt du das? Ja, die waren hier. Da oben ist das Schloss von der Prinzessin. Denkst du wirklich, du kannst es mit ihr aufnehmen? Machst du Witze? Ich hatte es schon mit viel Schlimmeren zu tun. Meinst du das ernst? Ja, Else vernasche ich zum Frühstück. Hast du das gehört, Rainer? Bald gibt es wieder Döner. Okay, gehen wir. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das Haus müsste hier ganz in der Nähe sein. Muss ich links oder rechts? Ich bin mir nicht sicher. Mist, ich habe hier kein Netz. Egal, ich probiere es zuerst mit der Richtung. Wo sind meine Kinder? Wenn du das nicht weißt, dann bist du selber schuld. Hör auf mit den Spielchen. Ich meine es ernst. Siehst du das Licht da vorne? Ja, ich kann es sehen. Wieso? Dort sind sie hingegangen. Vielleicht findest du sie dort. Danke, Kleiderschrank. Wir sind da. Hier ist das Schloss von Else. Lagert sie hier die Dönerspieße? Ja, wahrscheinlich schon. Gut, dann sind wir am richtigen Ort. Da seid ihr ja endlich. Ich hab schon in der ganzen Stadt nach euch gesucht. Oh nein, es ist Sir Pupsalot.
Sir wer? Sir Pupsalot. Ich werde nicht zulassen, dass ihr zur Else geht. Das ist die Hütte. Hoffentlich sind die da drin. Wo sollen denn hier die Kinder sein? Versuchst du mich reinzulegen? Nein, sie waren wirklich hier. Ich schwöre. Dann sag mir, wo sie sind. Du musst nur noch ein Stück geradeaus. Dann bist du bei ihnen. Ich hoffe für dich, du legst mich nicht rein. Sonst mache ich aus dir Holz für den Kamin. Na los, geht schon. Ich halte ihn so lange auf. Du hast keine Chance gegen mich. Ich muss dich nicht besiegen, sondern nur genug Zeit gewinnen. Na los, verschwindet. Pass auf dich auf, Bruder. Wer ist das? Eigentlich weiß niemand, dass ich hier bin. Vielleicht ist meine Pizza endlich da. Wie sieht es hier denn aus? Gruselig, oder? Nein, nicht wirklich. Also, wo ist jetzt diese Else? Ich glaube, ihr Zimmer ist da vorne. Bitte sei vorsichtig, Lisa. Das bin ich immer. Marie, wie hast du mich gefunden? Das war nicht gerade schwer. Wer ist jetzt die Blöde? Bitte tu mir nichts. Du hast meine Kinder auf dem Gewissen. Dafür wirst du bezahlen. Lisa, Samuel, seid ihr hier irgendwo? Ich bin es, Martin. Samuel, was machst du denn hier? Ich hab dich die ganze Zeit gesucht. Bist du Else? Ja, und du bist Lisa, oder? Ja, richtig. Tu mir den Gefallen und gib den Leuten ihren Dönerspieß zurück. Niemals. Leg dich besser nicht mit mir an. Meine Mutter ist die mächtigste Königin auf der Welt. Sie wird dir und deiner Familie... Aua, du hast mich getreten. Gib den Leuten ihren Döner wieder. Okay, ich mach alles, was du willst. Aber bitte tu mir nicht weh. Gehen wir, Samuel. Ich fand die von Anfang an komisch. Papa, wie bist du denn hergekommen? Durch den Kleiderschrank. Und ihr? Ja, wir auch. Komm, gehen wir wieder zurück. Ich rufe nur noch schnell eure Mutter an. Irgendwelche letzten Worte, Cindy? Du hättest mein Geschenk nicht vergessen sollen. War ja klar. Und jetzt tschüss. Was? Die Kinder sind am Leben? Okay, ich komme sofort. Wir treffen uns in 30 Minuten zu Hause. Die Küche ist hinüber. Da kann ich nichts kochen. Kein Problem. Dann gehen wir eben einen Döner essen. Uhu. Lass es dir schmecken, Bruder. Du dir auch. Hast du gut geschlafen, Lisa? Ja, und du? Es geht so. Ich habe immer wieder den gleichen Albtraum. Von was denn? Eine Pepperoni-Pizza verfolgt mich. Sie will mich essen. Ich glaube, du musst dich deiner Angst stellen. Wie meinst du das? Na, du musst eine Pepperoni-Pizza essen. Da war ein Brief für dich, Lisa. Alles Gute zum Geburtstag, Sarah. Danke, Papa. Du kannst dir alles wünschen, ich besorge es. Ich will nichts Großes, nur die beste Geburtstagsparty auf der Welt. Alles, was du willst, Schatz. Halt, Lisa, nicht aufmachen. Wieso nicht? Vielleicht ist eine Bombe drin. Nein, das ist nur ein Brief. Und was steht drin? Es ist eine Einladung zu Sarahs Geburtstagsparty. Cool, wann ist die Party? Sie findet heute Abend statt. Es ist ein Rätselparty. Samuel, wir gehen heute zu Sarahs Geburtstagsparty. Okay. Ist das Geld von Polnikova angekommen? Warte, lass mich kurz nachschauen. Nein, es ist noch nicht da. Ich werde ihn anrufen, dieser Betrüger. Polnikova, hallo? Hallo, Dimitri, ich bin es. Wo ist mein Geld? Ich hab doch noch ein paar Tage, oder? Nein, heute war der letzte. Ich gebe es dir morgen, versprochen. Nein, du gibst es mir heute, ansonsten nehme ich dir auch etwas weg. Nein, bitte nicht. Du hast Zeit bis heute Abend. Aber heute ist doch Silvester. Na und? Wo ist das Problem? Ich dachte, wir feiern bei uns. Nein, Samuel und ich sind bei Sarah. Okay, dann machen wir die Party halt ohne euch. Mist. Hier ist nichts. Dimitri, was machst du? Ich suche deinen Schmuck. Wofür brauchst du meinen Schmuck? Ich habe Schulden bei einem Mann. Er ist sehr gefährlich. Ich muss deinen Schmuck verkaufen.
Bist du bereit für die Party, Samuel? Ja, ich denke schon. Sarah hat gesagt, wir sollen in 5 Minuten draußen sein. Hast du eine Idee, was sie vorhat? Nein, keine Ahnung. Komm, gehen wir raus. Wen hast du alles zur Party eingeladen? Ich habe nur unsere besten Freunde eingeladen und Herrn Kunze. Du hast Lisas Lehrer zu unserer Party eingeladen? Ja, warum nicht? Er ist doch nett. Ich kann es nicht glauben. Ich wurde wirklich zu einer Party eingeladen. Das ist das erste Mal, dass mich jemand einlädt. Mama wäre so stolz auf mich. Wo bleibt die denn? Sarah ist doch normalerweise pünktlich. Ja, eigentlich schon. Sicher, dass die Party heute ist? Ja, ich bin mir sicher. Seid ihr Samuel und Lisa Peters? Ja, das sind wir. Okay, steigt ein. Das Spiel hat begonnen. Hier, das ist alles, was ich habe. Wie viel ist das wert? Ungefähr 100.000 Euro. Reicht das aus? Sehr gut, das sollte ausreichen. Ich werde mich um unsere Schulden kümmern. Bitte kümmere du dich um Sarahs Party. Okay, Schatz, mache ich. Es ist alles vorbereitet. Die Party kann starten. Ich muss davor noch etwas erledigen. Was genau meinst du? Für die Party ist doch alles da. Ich muss mich meiner Angst stellen. Was soll das denn heißen? Ich habe seit Tagen immer wieder den gleichen Albtraum. Hallo, Martin. Was willst du von mir? Ich will dich auffressen. Okay, und was ist jetzt deine Lösung? Ich muss eine extra große Pepperoni-Pizza essen. Das ist der einzige Weg. Tu, was du willst, aber sei in 2 Stunden wieder da. Ich bin pünktlich, versprochen. Wie viel Zeit hat er noch? Das Geld muss in 2 Stunden da sein. Ansonsten bekommt er eine heftige Strafe. Was soll ich tun? Nimm ihm das, was er am meisten liebt. Ich soll seinen Ferrari klauen? Nein, du sollst etwas anderes klauen. Cool, wir sind da. Wo sind die anderen? Sarah hat doch gesagt, es kommen mehr Leute. Die kommen bestimmt noch. Lass uns schon einmal reingehen. Oh mein Gott, Sarah. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber wir müssen sofort einen Krankenwagen rufen. Okay, ich rufe an. Ich habe nur noch 90 Minuten. Ich darf keine Zeit verlieren. Der Typ ist extrem gefährlich. Ich werde die ganze Pepperoni-Pizza essen. Hoffentlich ist das mit den Albträumen dann vorbei. Ich will endlich wieder ruhig schlafen. Das Outfit ist perfekt für die Party. Schlicht und elegant. Alle werden mich lieben. Wer ist das? Ich erwarte um diese Uhrzeit keinen Besuch. Was ist los? Wo bleibt der Krankenwagen? Das ist komisch. Was ist los? Ich habe hier kein Netz. Was ist denn hier passiert? Wir wissen es nicht. Habt ihr irgendetwas gesehen? Nein, wir sind gerade erst gekommen. Überraschung! 30 Minuten noch. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Falls Polnikova nicht kommt. Ja, das weiß ich. Wenn ich die Pizza online bestelle, ist sie günstiger. Die wollten mich abziehen. Nicht mit mir, ihr Betrüger. Was ist das für ein Vollidiot da vorne? Schaut er nicht auf die Straße, oder was? Nur noch ein paar Klicks. Dann ist die Pizza bestellt. Der Typ checkt nix. Oh mein Gott. Kennen wir uns? Sie sind doch Herr Kunze, oder? Ja. Woher kennst du meinen Namen? Ich habe so viel von Ihnen gehört. Kann ich ein Autogramm haben? Klar kannst du das. Warte kurz, ich muss nur schnell die Tür aufmachen. Geht es dir gut, Sarah? Nein, mir geht es nicht gut. Ihr müsst rausfinden, wer mich umgebracht hat. Kleiner Tipp, es war einer von euch. Also ich weiß nicht. Ich auch nicht. Wir sind gerade erst gekommen. Mann, Leute, das ist ein Rätsel. Kommt schon, macht mit und zieht euch eure Kostüme an. Da ist ja mein Baby. Sehr gut, Lukas schläft tief und fest. Warum hat Martin die Raketen neben Lukas Bett gelegt? Ach, er ist nur ein Baby. Was soll schief gehen? Das müssen die ersten Gäste sein. Aber wo bleibt Martin? Die Party geht gleich los. Auf die Straße, du Idiot. Oh mein Gott, ich muss ausweichen. Wow, sie sind es wirklich. Normalerweise mache ich Fremden nicht einfach die Tür auf, aber für ein Autogramm, für einen Fan, bin ich immer zu haben. Vielen Dank, Herr Kunze. An wen soll das Autogramm denn gehen? Das Autogramm ist für Marian. Warte mal, hast du gerade Marian gesagt?
Also, was genau machen wir jetzt? Wir spielen ein Spiel. Einer von uns wird entführt oder umgebracht. Okay, und dann? Die anderen müssen herausfinden, wer es war. Cool, ich will entführt werden. Okay, Lisa ist das Opfer. Wir müssen dann herausfinden, wer sie entführt hat. Ich habe sogar Schauspieler eingestellt. Die werden dich wirklich entführen. Wie cool. Vielen Dank für die Einladung, Marie. Wo ist Martin? Der müsste noch kurz etwas erledigen. Er sollte aber gleich wieder da sein. Zum Glück ist das noch einmal gut gegangen. Ich hoffe, dem anderen ist auch nichts passiert. Das ist für dich, Lisa. Was ist das? Auf der Karte steht alles drauf, was du wissen musst. Okay, danke. Hier, die sind für euch, Markus und Jonas. Unser Ziel ist es, Lisa zu finden. Habt ihr alles verstanden? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Okay, sehr gut. Wir machen alle die Augen zu und zählen bis 10. Also können Sie sich an mich erinnern? Ja, ich erinnere mich. Aber was machst du hier? Wir haben uns seit 20 Jahren nicht gesehen. Ich will mich an Ihnen rächen. Sie werden für alles bezahlen, was Sie mir früher angetan haben. Dieser Vollidiot. Mein Auto ist hier hinüber. Jetzt muss ich zu Fuß gehen. Hoffentlich schaffe ich es pünktlich. Wie sieht es aus, Boss? Der Kerl lässt auf sich warten. Deshalb leiht man Leuten kein Geld. Jedes Mal das Gleiche. Soll ich schon losfahren? 10 Minuten hat er noch. Danach kannst du loslegen. Hallo, was darf es sein? Ich nehme eine große Pepperoni-Pizza. Zum Hieressen oder zum Mitnehmen? Zum Hieressen, bitte. Okay, das macht 17,50 €. Da steht, dass ich mich verstecken soll. In ein paar Minuten werde ich abgeholt. Das müssen die Schauspieler sein, die Sarah eingestellt hat. Was habe ich dir angetan? Können Sie sich wirklich nicht mehr erinnern? Denken Sie nach, was ist vor 20 Jahren passiert? Marian, kommst du bitte nach vorne? Warum ich, Herr Kunze? Weil du die Hausaufgaben vorstellen sollst. Kann das nicht jemand anderes machen? Nein, das machst du. Los jetzt, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ja, ich erinnere mich. Aber es war doch alles normal, oder? Was danach passiert ist, war nicht normal. Schaut mal, Leute. Marian hat sich eingepinkelt. Wie peinlich ist das denn? Dafür werden sie bezahlen. Mit ihrem Leben. Glaubst du wirklich, hier ist ein guter Ort? Ja, hier kommen ständig Leute vorbei. Und die haben wertvolle Sachen dabei? Man weiß ja nie. Hey, du da, gib uns sofort die Box. Geht mir aus dem Weg, bevor ich euch zerquetsche. Hörst du schlecht? Du sollst uns die Box geben. Nur über meine Leiche. Das lässt sich einrichten. Kommt schon, Leute. Wir müssen nach Hinweisen suchen. Ansonsten finden wir Lisa nie rechtzeitig. Was ist das da auf dem Boden? Sieht aus wie Fußspuren. Die sind bestimmt von Lisa. Gutes Auge, Samuel. Kommt, gehen wir auch in diese Richtung. Nimm das, Pizza. Okay, ich bin voll. Hoffentlich ist es mit den Albträumen jetzt vorbei. Ich muss wieder nach Hause. Die Party hat schon lange angefangen. Die Zeit ist vorbei. Polnikova hat sein Wort nicht gehalten. Was machen wir jetzt? Wir schnappen uns seine Tochter. Ist es nicht etwas zu hart? Nein, ist es nicht. Die Familie hat einen Bunker. Okay, und was jetzt? Bring mir seine Tochter. Und zwar schnell. Okay, Boss, bin gleich wieder da. Oh Mann, hier ist es echt langweilig. Wann kommen endlich diese Schauspieler? Hoffentlich gibt es dann etwas Action. Wo ist jetzt dieser Kindergeburtstag? Ich glaube, wir haben uns verfahren. Ist das dein Ernst? Ich habe mir extra dieses Kostüm gekauft. Ja, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Lass die Box liegen und verschwinde. Dann passiert dir nichts. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ja, genau. Du bist unser schlimmster Albtraum. Bla, bla. Jetzt lass endlich die Box liegen und verzieh dich. Das werdet ihr noch bereuen. Das verspreche ich euch. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Der Typ ist gleich wieder da. Das sind die Knaller für Martins Party. Das passt perfekt. Hoffentlich ist Marie nicht sauer auf mich. Die Party läuft schon seit einer Stunde. Hier ist die Hütte, die der Boss meinte. Jetzt muss ich nur noch Polnikovas Tochter finden und entführen. Hoffentlich ist sie nett. Hallo? Da bist du ja endlich. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Wirklich? Du hast auf mich gewartet? Ja, wann können wir endlich losgehen? Jetzt sofort. Okay, perfekt, gehen wir. Wow, das war einfacher als gedacht.
Sie müssen sich nicht verstecken. Ich finde Sie sowieso, Herr Kunze. Also, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, ich wollte Sie erledigen. Darf ich davor noch etwas sagen? Okay, Sie haben 10 Sekunden. Ich würde mich gerne entschuldigen. Bei mir? Nein, bei den Lappen, die mit dir Zeit verbringen. Jetzt reicht es. Tschüss, Herr Kunze. Hier sieht es gut aus. Ja, Lisa ist bestimmt in der Hütte. Wenn wir sie finden, haben wir gewonnen. Gibt es einen Preis? Ja, aber das ist eine Überraschung. Kommt jetzt, gehen wir zu Lisa. Wir sehen uns dann in der Hölle. Ich hoffe nicht, du Weichei. Ah, was ist das? Bitte helfen Sie mir. Lässt du mich dann in Ruhe? Ja, ich verspreche es. Und hier lasse ich mir bestimmt nicht meine erste Party versauen. So, und jetzt verzieh dich. Lisa, wo bist du? Wir sind es. Wir haben dich gefunden. Haben wir jetzt gewonnen? Ich hätte gern meinen Preis. Nein, noch nicht. Erst wenn wir Lisa gefunden haben. Sie ist nicht hier. Ja, aber wenn sie nicht hier ist, wo ist sie dann? Wo fahren wir jetzt hin? Das darf ich dir nicht sagen. Ach so, okay, kein Problem. Wie lange bist du schon Schauspieler? Wie bitte? Ah, du darfst es mir nicht sagen, oder? Du bist in deiner Rolle. Ich weiß nicht, was du meinst. Wow, du nimmst das echt ernst. Entschuldige bitte die Verspätung, Marie. Wo warst du die ganze Zeit? Ich musste mein Problem mit der Pepperoni-Pizza klären. Wo sind die ganzen Gäste? Die sind auf der anderen Seite. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? In einer Stunde ist es soweit. Was soll ich jetzt machen? Ich habe kein Geld mehr. Geronimo wird meiner Familie schaden. Hoffentlich geht es Sarah gut. Irgendwo hier muss dieser doch sein. Wer seid ihr denn? Wir sind die Schauspieler. Ihr seid 2 Stunden zu spät. Ja, Entschuldigung. Wir haben uns verfahren. Dafür bekommt ihr nur die Hälfte. Okay, wen sollen wir jetzt entführen? Warte mal, ihr habt Lisa noch nicht entführt? Nein, wir sind gerade erst gekommen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hey Boss, ich hab sie gefunden. Gut gemacht, Stefan. Endlich bist du hier. Dein Vater schuldet mir viel Geld. Der spielt seine Rolle auch richtig gut. Und er schaut richtig echt aus. So habe ich mir einen großen, dicken Bösewicht immer vorgestellt. Hey, ich bin nicht dick. Kannst du schon einmal das Feuerwerk holen? Ja, gerne. Es ist gerade im Wohnzimmer bei Luca. Ist das Zeug dort auch sicher? Ja, Luca kann ja noch nicht krabbeln. Wer ist das? Ja, hallo? Hallo, Polnikova, ich bin es. Wie geht es dir? Ich habe das Geld bald. Ich verspreche es dir. Ich glaube, du brauchst nur etwas Motivation. Was denkst du? Was hast du getan? Deine Tochter ist jetzt bei mir. Du bekommst sie wieder, wenn ich mein Geld habe. Bitte tu ihr nichts. Bring mir das Geld bis heute Abend. Dann passiert dir nichts. Ich muss sofort los. Das Spiel ist langweilig. Wann kommen endlich die anderen? Wen meinst du? Na, meine Freunde. Das ist doch Sarahs Party. Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Okay, und wann kann ich wieder nach Hause? Wenn die anderen mich nicht finden? Du darfst gar nicht mehr nach Hause. Du bleibst jetzt hier. Du nimmst dieses Spiel echt zu ernst. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Das ist komisch, findet ihr nicht? Was genau meinst du? Lisa war hier. Jetzt ist sie nicht mehr da. Und sie wurde nicht von den Schauspielern entführt. Wir haben nichts getan. Was willst du damit sagen? Vielleicht wurde Lisa wirklich entführt. Wie finden wir das heraus? Kommt mit, ich habe eine Idee. Wann gibt es eigentlich das Essen? Was stimmt nicht mit dir? Ich frag doch nur. Marie wollte, dass ich das Feuerwerk hole. Warte mal, wo ist Luca? Luca, seit wann kannst du krabbeln? Das ist ja super. Aber pass mit deinem Kopf auf. Du darfst den Knopf von der Rakete auf keinen Fall berühren. Oh mein Gott, du hast den Knopf berührt. Endlich kann ich zu der Party gehen. Ich werde mir von so einem Waschlappen nicht mein Silvester ruinieren lassen. Nicht dieses Jahr. Bleib ganz ruhig, Luca. Versuch dich einfach nicht zu bewegen. Ja, genau.
Das machst du sehr gut. Komm einfach zu Papa. Oh nein, du hast es schon wieder getan. Was machen wir hier, Sarah? Hier sind alle Videos von allen Überwachungskameras. So finden wir heraus, was wirklich mit Lisa passiert ist. Okay, schauen wir uns das Video an. Eine Stunde hat er noch. Dann haben wir ein ernstes Problem. Oh mein Gott! Was ist los? Na, sag schon. Ihr müsst es mit eigenen Augen sehen. Wer ist das? Ist das einer von den Schauspielern? Nein, ich habe den Kerl noch nie gesehen. Du hattest recht, Sarah. Lisa wurde wirklich entführt. Wir müssen sie irgendwie retten. Bleib ruhig, Martin. Du musst nachdenken. Luca hat gerade 200 Raketen im Wohnzimmer angezündet. Wir müssen hier raus. Oh nein, es ist zu spät. Ich muss Luca beschützen. Halt dich gut fest, Luca. Wie sollen wir das machen? Wir wissen nicht, wo sie ist. In dem Video sieht man das Kennzeichen von dem Auto. Was machst du da, Jonas? Jetzt ist nicht die Zeit für Videospiele. Das ist kein Videospiel. Ich suche das Auto. Ich habe es gefunden. Wo ist es? Es ist nicht weit von hier. Los, gehen wir! Was passiert hier? Oh nein, das Haus! Luca, du musst dich festhalten. Wir fliegen! Ich hoffe wirklich, dass wir ein entspanntes Jahr haben. Ich habe keine Lust mehr auf Abenteuer. Ich will mich einfach entspannen. Das möchte ich auch. Hauptsache, ich habe dieses Jahr keinen Stress. Ist es gerade wirklich passiert? Ja, ich glaube schon. Wo sind Martin und Luca? Hier müsste das Versteck sein. Da vorne steht sogar das Auto. Okay, gehen wir rein und retten wir Lisa. Brauchen wir nicht erstmal einen Plan? Ja, genau. Was, wenn die Leute bewaffnet sind? Wir gehen erst rein. Den Plan machen wir später. Okay, guter Plan. Luca, wir müssen hier raus. Und zwar so schnell wie möglich. Ich weiß nicht, wie lange das Ding noch in der Luft bleibt. Hast du eine Idee, was wir machen können? Ach ja, stimmt. Du bist ein Baby. Ich muss mir selbst etwas einfallen lassen. Hallo Dimitri, schön dich zu sehen. Ich kann das nicht von dir sagen, Geronimo. Hast du mein Geld? Ja, es ist alles im Koffer. Okay, gib es mir. Zuerst will ich meine Tochter sehen. Deiner Tochter geht es gut. Denkst du etwa, ich lüge? Wir wissen beide, dass du ein Lügner bist. Da hast du recht. Na gut, dann folg mir. Und nimm das Geld mit. Luca, du musst mir folgen. Wir müssen kurz in die Küche. Hast du das gehört? Ach ja, stimmt. Du bist immer noch ein Baby. Okay, ich muss kurz in die Küche. Bin gleich wieder da. Hier ist niemand. Vielleicht sind wir am falschen Ort. Brauchen wir jetzt einen richtigen Plan? Nein, Leute, Lisa ist hier. Da vorne geht es weiter. Gehen wir dorthin. Da ist er ja. Hier ist Maries Notfall-Fallschirm. Zum Glück denkt meine Frau immer an alles. Was sagst du, Luca? Bist du bereit für ein Abenteuer? Das nehme ich als Ja. Wir sinken. Wir müssen uns beeilen, Luca. Komm mit. Siehst du, deiner Tochter geht es hervorragend. Kann ich jetzt mein Geld haben? Wer ist das? Na, deine Tochter. Das ist nicht meine Tochter. Spielen Sie jetzt auch mit, Herr Polnikova? Das ist Ihre beste Freundin. Du Idiot hast die falsche entführt. Mit der können wir nichts anfangen. Halt dich gut fest, Luca. Auf drei springen wir. 1, 2 und 3. Lass Lisa sofort gehen. Nur wenn du mir 100.000 Euro gibst. Ja, kein Problem. Die habe ich auf meinem Sparbuch. Wirklich, Sarah? Ja, ich verschwende mein Geld nicht, im Gegensatz zu dir. Halt dich gut fest, Luca. Ich muss gleich den Fallschirm ziehen. Hast du das verstanden? Ach ja, Baby. Kann Lisa jetzt gehen? Okay, ihr könnt gehen. Aber heute Abend ist das Geld auf meinem Konto. Ja, versprochen. Hallo, Liebling. Gott sei Dank, euch geht es gut. Ja, aber das Haus ist noch irgendwo da oben. Das Haus ist mir egal. Hauptsache, euch geht es gut. Uns geht es gut. Frohes Neues, Liebling. Dir auch frohes Neues, mein Schatz. Ist das hier die richtige Adresse? Ja, Leopoldstraße 15. Aber hier sind keine Leute. Hier steht nicht mal ein Haus. Die haben mir die falsche Adresse gegeben. Meine Mutter hatte recht.
Ich werde niemals zu einer Party eingeladen. Guten Morgen, liebe Schüler. Heute machen wir einen Ausflug. Ja, Lisa? Wohin gehen wir, Herr Kunze? In das Schiffmuseum hier in München. Cool. Lernen wir, wie man Schiffe fährt? Nein, Samuel. Wir schauen sie uns nur an. Achtung, liebe Zuschauer. Das ist eine Notfallmeldung. Für alle unseren Zuschauer aus München. Am Hafen in München gab es vor ein paar Tagen einen Vorfall. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll. Sie müssen es mit eigenen Augen sehen. Na los, Leute. Auf geht's. Plündern wir die ganze Stadt. Was dürfen wir alles mitnehmen? Was ist das für eine Frage? Alles natürlich. Sie haben es gesehen. Es sind jetzt Piraten in unserer Stadt. Sperren Sie die Tür ab und passen Sie auf Ihre Kinder auf. Hast du das gesehen? Es sind Piraten in unserer Stadt. Das soll doch wohl ein Witz sein, oder? Es klang aber sehr ernst. Wir haben 2024, Marie. Piraten gibt es nicht mehr. Das wird bestimmt todlangweilig. Ich finde Schiffe cool. Du bist ja auch ein Nerd, Jonas. Wo bleibt der Kunze? Okay, steigt ein. Wir haben es eilig. In 30 Minuten beginnt unsere Tour. Hey, Sarah. Ja, Lisa? Lasst uns ein Schiff klauen. Nein, auf keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Seit wann bist du so langweilig? Du wolltest dieses Jahr doch nett sein. Nächstes Jahr vielleicht. Willst du wirklich zur Arbeit gehen? Ja, warum nicht? Ich mache mir Sorgen wegen den Piraten. Es gibt keine Piraten, Marie. Mir wird nichts passieren. Okay, aber bitte pass auf dich auf. Und sei vorsichtig. Ja, das mache ich. Hallo, Matrose. Ist heute Fasching? Was soll das sein? Egal, was wollt ihr kaufen? Wir wollen nichts kaufen. Wir nehmen deinen Laden auseinander. Los, Graubart, nimm alles mit. Okay, ihr müsst aber dafür bezahlen. Nein, Piraten bezahlen nicht. Als Dankeschön lassen wir dich am Leben. Das reicht jetzt. Ich werde die Polizei rufen. Hallo, hier ist Officer Bob. Hallo, hier ist Julian. Was kann ich für dich tun, Julian? Hier sind so zwei komische Typen. Die sind als Piraten verkleidet und sie rauben meinen Laden aus. Haben Sie gerade Piraten gesagt? Ja, das haben Sie richtig verstanden. Soll das ein Witz sein? Nein, ich meine es ernst. Sie müssen mir helfen. Piraten, sagen die. So etwas Dämliches habe ich ja noch nie gehört. Wir sind hier in München. Gut, wir sind pünktlich. Die Leiterin von unserer Tour müsste gleich hier sein. Seid ihr alle bereit? Ja, ich will Boote sehen. Du bist wirklich ein Nerd, Jonas. Kommen Sie jetzt oder nicht? Okay, ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Wo genau sind Sie? In der Schillerstraße 15. Bitte beeilen Sie sich. Als ob hier wirklich Piraten sind. Was ist mit den Leuten nur los? Bitte benehmt euch. Ich habe einen guten Ruf zu verlieren. Hallo zusammen. Ihr seid Klasse 5a, oder? Ja, das sind wir. Herzlich willkommen bei uns im Museum für Schiffe. Wart ihr schon mal auf einem Schiff? Ja, ich war auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich wurde mal von Piraten entführt. Okay, fangen mit unserer Tour an. Folgt mir. Wer ist das? Ich erwarte eigentlich keinen Besuch. Wer bist du? Und was machst du in meinem Haus? Das ist aber ein schönes Schiff. Ich werde mir ein paar Sachen von hier mitnehmen. Tu das, aber bitte tu mir nicht weh. Solange du dich benimmst, passiert dir nichts, Schnecke. Schau mal, Boss. Der Typ hat einen Schatz. Hier ist alles voller Gold. Nimm alles mit, was du tragen kannst, Graubart. Die Goldmünzen sind aus Schokolade, Bruder. Okay, machen wir einen Abflug. Oh mein Gott, hier sind ja wirklich Piraten. Wer ist das denn? Der sieht so aus, als wäre er von der Marine. Nehmt sofort die Hände hoch. Für den Diebstahl kommt ihr ins Gefängnis. Hat er gerade Gefängnis gesagt? Das hast du richtig gehört. Ich gehe auf keinen Fall ins Gefängnis. Was ist das? Das ist das erste Boot der Welt. Es wurde im 17. Jahrhundert gebaut. Dann ist es fast so alt wie Herr Kunzes Socken. Was soll das denn heißen?
Mit diesem Boot sind die ersten Menschen nach Europa gekommen. Das muss ja ewig gedauert haben. Die Reise dauert ungefähr 3 Wochen. Hoffentlich hatten die ihr Handy und Netflix dabei. Da hinten ist noch ein anderes Boot. Das will ich euch als nächstes zeigen. Zeigt mir sofort, wo euer Essen ist. Ich war 3 Wochen auf See und habe Hunger. Okay, das Essen ist gleich da hinten. Was genau gibt es da? Alles Mögliche, du kannst haben, was du willst. Zeig es mir. Schmeckt es dir? Ja, aber ich will mehr. Und wo ist der Rum? Wir haben hier keinen Rum. Dafür werfe ich dich später über Bord. Nimm deine Hände hoch und lass sofort das Schwert fallen. Willst du mehr davon? Du kannst mehr haben. Okay, du hast gewonnen. Ich ergebe mich. Komm ja nicht auf die Idee, uns zu verfolgen. Oder wir verfüttern dich an die Haie. Ich verfolge euch nicht. Versprochen. Die Zahlen sind eindeutig. Wir machen unseren nächsten Urlaub auf Mallorca. Wer hier hat sein Handy nicht ausgeschaltet? Das Ding klingelt immer noch. Entschuldigung, Chef, aber das ist ein Notfall. Jetzt geh. Warum rufst du mich mitten im Meeting an, Marie? Der Chef ist ausgeflippt. Du musst schnell herkommen, Martin, bitte. Warum denn? Ist wieder eine Spinne im Haus? Nein, hier sind Piraten. Das meinst du doch nicht ernst, oder? Doch, sind in unserem Haus. Ich schwöre es dir. Du hast zu viel Fluch der Karibik geschaut. Ich lüge nicht. Du musst mir helfen, bitte. Wir sehen uns später, Marie. Das da hinten ist die AIDA. Sie ist das größte Boot der Welt. Wow, wie groß ist die? Sie ist fast 300 Meter lang. Wow, die ist ja riesig. Fast so groß wie Herr Kunzes Ego. Was hast du gesagt? Ein Schiff möchte ich euch noch zeigen. Dann sind wir für heute fertig. Wo warst du so lange? Ich musste nur kurz etwas erledigen. Komm ja nicht auf die Idee, mich reinzulegen. Das wirst du bereuen. Das mache ich nicht, versprochen. Wo gibt es hier mehr Essen? Wir haben nichts mehr. Du hast schon den ganzen Vorrat aufgegessen. Da gibt es doch noch einen Nachtisch. Das ist kein Nachtisch. Das ist Milo. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Was? Es ist schon 17 Uhr? Ich habe ja schon Feierabend. Was mache ich überhaupt noch hier? Hoffentlich kommt Marie wieder klar. Diese Phase mit den Piraten dauert zu lange. Piraten gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Was gibt es hier für ein Schiff? Das ist eine Kantine. Hier gibt es kein Schiff. Wir machen nur eine kurze Pause. Können wir in der Zeit rumlaufen? Okay, aber fasst nichts an und geht unter keinen Umständen auf eines der Schiffe. Los jetzt, schmeiß die Ratte auf den Grill. Das ist keine Ratte, das ist Milo. Ich sehe 4 Beine und einen Schwanz. Wo ist der Unterschied zu einer Ratte? Wie oft denn noch? Das ist ein Hund, keine Ratte. Du weigerst dich einem Befehl? Jetzt reicht es. Dafür landest du im Wasser. Was soll das hier? Wir sind nicht im Kindergarten. Du springst jetzt sofort ins Wasser. Hast du das verstanden? Auf keinen Fall. Das Wasser ist kalt und ich habe kein Bikini an. Ich werde dich von den Haien fressen lassen. Spring jetzt. Auf keinen Fall. Tu, was ich dir sage. Hey, Sarah, ich habe eine Idee. Was denn? Da hinten ist ein Boot. Das hat sie uns noch nicht gezeigt. Okay, und jetzt? Wollen wir uns das Boot aus der Nähe anschauen? Klar, warum nicht? Wenn Marie unbedingt will, schauen wir uns Fluch der Karibik an. Aber danach muss das mit den Piraten aufhören. Wann kann ich wieder hier raus? Das Wasser ist kalt. Okay, ich hatte genug Spaß. Die Haie bekommen dich schon. Heute war ein guter Tag, Graubart. Den Schatz von dem Typen haben wir uns verdient. Ja, Captain, du sagst es. Gehen wir runter und ruhen uns etwas aus. In 30 Minuten setzen wir Segel. Ei, ei, Captain. Siehst du das? Das Schiff habe ich gemeint. Wow, das sieht wirklich gefährlich aus. Komm mit. Ich will es aus der Nähe sehen. Hallo, Marie. Ich bin es. Ich bin wieder zu Hause. Wo steckt die schon wieder? Gleich geht die Tour weiter. Wir sind alle da? Ja, ich denke schon. Wo sind Sarah und Lisa? Komisch, die waren gerade noch hier. Jetzt sind sie nicht mehr hier. Also, wo sind sie?
Ich weiß es nicht. Wow, das Schiff sieht echt cool aus. So habe ich mir Schiffe vorgestellt. Nicht diese langweiligen Dinger im Museum. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, Lisa. In ein paar Minuten geht die Führung weiter. Wollen wir nicht kurz auf das Schiff gehen? Du willst auf das Ding drauf? Ja, komm, nur für 5 Minuten. Glaub mir, das wird lustig. Okay, aber nur 5 Minuten, dann gehen wir wieder. Ja, versprochen. Marie, bist du das? Martin, Gott sei Dank bist du da. Warum bist du im Pool? Ich wollte nicht in den Pool. Das war die Piratin. Sie hat mich dazu gezwungen. Ah ja, die Piratin also. Wo ist die hin? Sie war gerade noch hier. Ich schwöre es dir, Martin. Lisa, Sarah, seid ihr hier irgendwo? Hier ist Herr Kunze. Wir suchen euch. Ich glaube nicht, dass sie hier sind. Wirklich, Samuel? Danke für den Tipp. Gern geschehen. Wir müssen weitersuchen. Desto schneller wir sie finden, desto besser. So sieht also ein echtes Schiff aus. Nicht schlecht, oder? Ja, aber sollten wir nicht langsam zurück? Die anderen machen sich bestimmt Sorgen um uns. Ach, die haben nicht einmal gemerkt, dass wir weg sind. Da bin ich mir sicher. Die Pause ist vorbei. Aber keiner ist hier. War die Führung wirklich so langweilig? Also, was genau ist jetzt passiert? Das habe ich doch schon gesagt. Einer von den Piraten war hier. Sie hat all unser Essen gegessen. Sie wollte sogar, dass ich Meile auf den Grill schmeiße. Okay, und dann? Dann hat sie mich gezwungen, in den Pool zu springen. Hast du gerade sie gesagt? Es war also eine Frau? Ja, es war eine Piratin. Milo kann alles bezeugen. Endlich bin ich wieder zu Hause. Wo sind die anderen? Vielleicht sind sie schon auf dem Schiff. In ein paar Minuten müssen wir weiter. Da hinten ist ja noch ein Schiff. Wow, das ist ja aus Holz. Gehört das auch zum Museum? Ich weiß es nicht. Da seid ihr ja. Können wir jetzt mit der Tour weitermachen? Was ist das da hinten für ein Boot? Dieses Boot habe ich ja noch nie gesehen. Das ist nicht von uns. Aber von wem ist es dann? Da unten ist eine Luke. Da kommt man in das Innere von dem Schiff. Ich weiß nicht, Lisa. Ist das nicht etwas gefährlich? Sei nicht so ein Weichei, Sarah. Komm jetzt. Da bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Ich musste noch etwas erledigen. Wen hast du erledigt? Ach, nun so eine Frau. Aber sie hat es verdient. Gut gemacht, das glaube ich dir. Wir haben einen Schatz gefunden. Sind wir jetzt fertig hier? Diese Stadt widert mich an. Ja, mich auch. Ich will so schnell wie möglich hier weg. Okay, fahren wir. Das sieht richtig echt aus, findest du nicht? Ja, wie von echten Piraten. Ich sehe sie hier nirgendwo. Das Armband ist von Lisa. Sie war auf jeden Fall hier. Sie ist doch nicht etwa aufs Boot gegangen, oder? Das habe ich strengstens verboten. Ja, aber es geht hier um Lisa. Was passiert jetzt? Ich glaube, das Boot fährt los. Sarah, spürst du das? Ja, was ist das? Ich glaube, wir bewegen uns. Wohin fahren wir als nächstes, Captain? Ich habe eine Karte gefunden. Wohin führt sie? Zum Bermuda-Dreieck. Dort ist anscheinend der größte Schatz der Welt versteckt. Was tun wir jetzt? Wir müssen das Schiff verfolgen, bevor es die Stadt verlässt. Womit sollen wir das Schiff verfolgen? Na, mit einem der Boote aus dem Museum. Das kommt nicht in Frage. Dann besorgen wir uns halt selbst ein Schiff. Wo bleiben eigentlich die Kinder? Die sind mit der Schule im Museum für Schiffe. Samuel, wo seid ihr? Papa, wir haben ein Problem. Was hast du diesmal kaputt gemacht? Ich hab nichts kaputt gemacht, aber ich glaube, Lisa wurde vom Piraten entführt. Fang du nicht auch mit den Piraten an? Sind alle um mich herum verrückt geworden? Nein, ich meine es ernst. Wir holen uns jetzt ein Boot und verfolgen sie. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Was ist los, Martin? Nichts. Ich bin gleich wieder da.
Was machen wir jetzt? Wir müssen sofort vor dem Schiff runter. Bleibt sofort stehen. Wer seid ihr? Und was macht ihr auf unserem Schiff? Wir haben uns nur verlaufen. Ich glaub dir kein Wort. Du wolltest unseren Schatz klauen. Lauf, Sarah! Wo wollt ihr hin? Von dem Schiff kommt ihr sowieso nicht runter. Ist sie noch hinter uns? Nein, ich glaube nicht. Lisa, ich glaube, wir sind auf einem Piratenschiff. Wenn heute noch einer von Piraten redet, dann flippe ich aus. Warum bin ich der einzig Normale in dieser Familie? Können wir mit dem Ding da fahren? Auf keinen Fall. Das ist viel zu zerbrechlich. Na gut, dann nehmen wir die AIDA. Könnt ihr die überhaupt fahren? Ich habe mal ein YouTube-Video davon gesehen. Sehr gut, Jonas. Du fährst. Los jetzt. Gehen wir. Auf keinen Fall lasse ich euch alleine gehen. Ich komme mit. Was machen wir jetzt? Wir müssen irgendwie hier raus. Ihr könnt mir nicht entkommen. Das ist mein Schiff. Hallo, Frau Piratin. Wir haben uns nur verlaufen. Wir wollten wirklich nichts klauen. Mal schauen, was du sagst, wenn wir dich vor die Haie werfen. Schnell weg von hier, Sarah. Die ist durchgedreht. Ihr wollt wirklich mit AIDA fahren? Ja, mit was denn sonst? Wollen wir nicht erst einmal die Polizei rufen? Das sind Piraten. Die Polizei kann uns auch nicht mehr helfen. Wir müssen jetzt los. Wir haben schon genug Zeit verloren. Okay, ich habe die Schlüssel. Gehen wir. Wer seid ihr denn? Hallo, wir sind Sarah und Lisa. Graubart, hast du neue Matrosen bestellt? Nein, Captain. Ich habe nur etwas auf Amazon bestellt. Was habt ihr auf meinem Schiff verloren? Captain, die beiden waren in meinem Zimmer. Ich glaube, sie wollten uns beklauen. Nein, wir haben uns nur verlaufen. Jonas kann das Ding ja wirklich fahren. Das will ich hoffen. Er redet den ganzen Tag nur von Schiffen. Das ist der beste Tag meines Lebens. Was machen wir jetzt? Wir müssen uns vorbereiten. Auf was? Auf den Kampf mit den Piraten. Welchen Kampf meinen Sie? Die haben Lisa und Sarah entführt. Sie werden beide nicht einfach so gehen lassen. Was machen wir jetzt mit den beiden? Soll ich mich um sie kümmern? Lass mich kurz überlegen. Wer bist du überhaupt? Du kennst mich nicht? Nö. Ich bin Captain Jack, der schlimmste Pirat aller Meere. Das ist der schlechteste Name, den ich je gehört habe. Aber du hast von mir gehört. Ich bringe Lisa und Samuel jetzt nach Hause. Dann hat sich die Geschichte mit den Piraten endlich gegessen. Okay, und wie bereiten wir uns auf den Kampf vor? Hier, nimm das. Das ist ja ein Schwert. Was soll ich damit? Lernen, wie man damit kämpft, natürlich. Okay, und jetzt? Na los, greif mich an. Warum können Sie so gut mit Schwertern umgehen? 10 Jahre vorher. Ich bin nicht stolz auf meine Vergangenheit, aber vor vielen Jahren war ich selbst einmal Pirat. Was? Sie waren einer von denen? Ich war Teil von der Crew von Blackbeard. Er war der gefährlichste Pirat in allen 7 Weltmeeren. Was ist dann passiert? Eines Tages wurden wir von einem Crewmitglied verraten. Es hat niemand überlebt außer ich. Deshalb habe ich gesagt, dass ich nie wieder Pirat sein möchte. Also bin ich Lehrer geworden. Sabine, bring sie runter unter Deck. Sollen wir sie nicht einfach über Bord werfen? Nein, vielleicht brauchen wir sie später noch. Als Köder für die Haie oder als Kanonenfutter. Guter Plan, Captain. Wie lange müssen wir jetzt hier drin bleiben? Bis wir eine Verwendung für euch gefunden haben. Ich will wieder nach Hause. Das ist jetzt dein Zuhause. Captain? Ja, Graubart. Da vorne ist ein anderes Schiff. Du hast recht. Wer wagt es, sich mit uns anzulegen? Ich glaube, da vorne sind sie. Ja, das müssen sie sein. Das Schiff kommt immer näher. Bereite dich auf den Kampf vor. Gebt einen Daumen hoch für den nächsten Teil und klickt auf dieses Video.